So, jetzt sind wir am Ellbogen angelangt. Und zwar fangen wir da an mit den altbekannten Brennnesseln aus der Kindheit noch. Beziehungsweise das Handtuchfringen. Das Ellbogengelenk hat hier oben Elle und Speiche. Also Elle und Speiche. Die fassen wir einmal in die eine Richtung und der Oberarm in die andere Richtung. Das heißt, wir verbringen quasi hier gegenläufig. In dem Moment, wo ich hier rüber ziehe, komme ich in die entgegengesetzte Richtung auf der anderen Seite. Und durch die Verbringung, die ich einmal in die entgegengesetzte Richtung ausführe und dann aber auch als Kompression in das Gelenk hinein, kann ich das Gewebe schon mal vorbereiten, bevor ich dann spezifischer mit dem Ellbogen arbeite. Okay. Um den Ellbogen herum kann man sich vier Punkte vorstellen, die wie in einem Quadrat angeordnet sind. 1, 2, 3, 4. Also quasi hier und da. Wie gesagt, vier Triggerpunkte um das Gelenk herum. Dann schwenken wir einmal zum Knie, weil dort finden wir das gleiche Phänomen. Auch hier finden wir vier Triggerpunkte vor. Das heißt, wenn wir Ellbogen und Knie miteinander vergleichen, haben wir jeweils um das Gelenk herum vier Triggerpunkte, die so angeordnet sind, 2 innen, 2 außen oder 2 unten, 2 oben. Wir haben eine ähnliche Verbindung, ein Oberschenkelknochen und unten Schienbein, Wadenbein. So, dann nochmal wieder zu den Triggerpunkten. Während ich mich dem Ellbogengelenk widme, das in meiner Hand zur Ruhe kommen lasse, kann ich die Punkte auf Spannungen hin untersuchen. Wenn ich einen Punkt gefunden habe, wie den hier zum Beispiel, der sich angespannt anfühlt, nutze ich den Unterarm, mache eine Seitneigung, Rotation zum Punkt hin und dann eine Kompression, um das Gelenk entspannen zu können. Oder suche mir eine andere Position. Seitneigung, Rotation, Kompression, Richtung Spannungspunkt. Ich kann auch nochmal mit meinem ganzen Gewicht anders greifen, sodass ich in vielen verschiedenen Varianten das Ellbogengelenk bearbeiten kann. Okay. Martin ist nachher sauber. Ich habe dann Tätowierung. Okay. Vom Ellbogen aus gehen wir zum Handgelenk, können erstmal Supination und Pronation der Hand, Supination, Pronation, gucken, welche Stellung ist für das Gelenk angenehmer, welche ist unangenehmer. Und bewegen erstmal gegenläufig, fixieren die Unterarmknochen und rotieren mit der Hand, um feststellen zu können, wie ist die Beweglichkeit, welche Einschränkungen gibt es, an welcher Stelle sollte ich arbeiten, wenn ich merke, hier geht es leichter in diese Richtung. Halte ich die Position. Merke ich in diese Richtung, geht es leichter, halte ich diese Position. Merke ich, Elle und Speiche
sind unterschiedlich hoch. Kann ich hier entsprechend runterdrücken und hier anheben. Und das, was ich vorfinde, verstärken. Oder entsprechend andersrum. Wenn ich hier merke, da kommt mir der Ansatzknöchern entgegen, kann ich von unten anheben oder auch wechselseitig das Gelenk mobilisieren. Ich überprüfe nochmal das Zusammenspiel Handgelenk, Ellbogen. Und würde mich dann von hier aus den einzelnen Handwurzelknochen widmen. Die Hände haben insgesamt 27 Knochen, die Füße 26. An Händen und Füßen allein haben wir die Hälfte aller unserer Knochen. Insgesamt haben wir 212 Knochen und an jeder Hand 27, an beiden Händen 54 plus dann die 26 an den Füßen. Jeweils sind dann nochmal 52, sind dann 106 Knochen, also ziemlich sogar die Hälfte. An Händen und Füßen im Vergleich zu den 212 des gesamten Körpers. Wir können mit dem Daumen-Grundgelenk kreisende Bewegungen machen. Die Triggerpunkte, die wir am Ellbogen gefunden haben, in dieser quadratischen Anordnung, finden wir auch hier wieder und können quasi in einem kleinen Mikroausschnitt das gleiche wiederholen. Das heißt, wir nehmen den Daumen, haben das gleiche Element wie überall, Seitneigung, Rotation, Kompression. Und das können wir in jedem einzelnen Fingergelenk anwenden, das Gelenk mobilisieren, nach einer Einschränkung suchen und diese dann entsprechend behandeln. Sodass man auch eine Behandlungssequenz nur die Hände machen könnte, sich nur den Fingergelenken oder nur den Händen und den Füßen widmen. Deswegen zeige ich das jetzt nur exemplarisch, wie wir einzeln die Finger durchgehen. Aber wir können uns jedem einzelnen Knochen detailliert wenden und zuwenden und ihn mobilisieren, das an beiden Händen. Sehr entspannt und empfehlenswert. So. Zwischen Elle und Speiche finden wir die Membrana interossea. Das bedeutet die Zwischenknochenmembran übersetzt. Diese beiden Knochen bringen wir mit einer Kompression zueinander und lassen die dann ganz langsam im Zeitlupentempo wieder auseinandergehen. Oben sähe das so aus. Wir umfassen beide Knochen mit der einen Hand und mit der anderen können wir von oben unterstützen, sodass der Unterarm wahrgenommen werden kann als aus zwei Knochen bestehend und nicht nur aus einem. Wenn man lange Tennis gespielt hat oder auch viel schreiben musste, kann sich das hier als Spannungspunkte bemerkbar machen, dass wir die Membran angespannt, wie ein bisschen verknotet fühlen können. Und so manch einer hat schon gedacht, dass es Rheuma sei, war dann verwundert, dass das nach Behandlung eines der Spannungspunkte verschwunden ist. Zum Beispiel hier wäre ein Punkt, den man dann entsprechend auch mit der Technik, die wir vorher gesehen haben, vormobilisieren kann, mit dem Brennnesseln oder dem Handtuch verbringen.